Wunderschönen guten Tag, liebe Schleckermäuler. Hi. Hallo und herzlich willkommen zu einem zuckersüßen Video. Denn heute so haben süß, wir so lecker. Drei Leute hier hingesetzt, die absolute Experten für Schokolade sind. Und wir haben hier 10 unterschiedliche Tafeln Schokolade. Und die Herren werden gleich mal testen, ob denn die teuerste Schokolade auch die leckerste Schokolade ist. Ihr werdet blind probieren, 10 Stück an der Zahl. Und dann könnt ihr euch eine Lieblingsschokolade aussuchen. Und am Ende werden wir mal gucken, ob das auch die teuerste war oder ob es da vielleicht qualitative Unterschiede zum Preis gibt. Ich habe da voll die Frage, ja? Ja. Wenn du die uns kredenzt und dann liegt da einfach auf dem Teller oder sonst wo ein Stück Schokolade. Ja, dann ist Hätte ich das nicht auch ohne Augenklappe machen können, wenn ich die Tafel nicht sehe? Da ist ja teilweise draufgedruckt. Das Problem ist, du wirst halt sehen. Ich würde einfach sagen, wir beginnen mal mit der ersten. Reicht dir das so? Okay, damit fangen wir an. Okay. Da schneide ich eben jetzt ein Stückchen von ab. Öffne die Hand wie damals im Gottesdienst. Ja, stimmt. Ja, Moment, ich muss ja erstmal. Der Leib Christi. Weil das ist das erste Stück. Okay. Der kriegt etwas Kleineres, der ist ein absoluter Schoko-Experte. Guck mal, das ist doch riesig. Darf ich schon beißen? Da kommt Peter nicht dran. Ja, ihr könnt gerne ein Stück probieren. Das ist Bitterschokolade, oder? Was? Kinderschokolade? Nein, Milchschokolade. Was? Milka? Oh nee. Nein, niemals. Also, wir haben nur Milchschokolade. Okay. Also ihr kriegt gleich keine Haselnuss oder Cornflakes. Marzipan. Darf ich dazu auch was sagen oder soll ich die Klappe halten? Nee, bitte. Sag, was du willst. Okay, ganz ehrlich, das schmeckt wie die schlechte Schokolade aus dem billig Adventskalender. Genau, das gleiche habe ich auch gedacht. Also so das ist jetzt die schlechteste. Dann schmeckt die bisher, aber auch bisher. Gleichzeitig die beste, muss ich sagen. Aber so scheiße finde ich die gar nicht. Doch, die ist richtig schmutzig. Die ist ja nur mit Zucker gesteckt. Die ist richtig ranzig. Mhm. Wow. Also für Schokolade ist die schon scheiße, aber... Selbst tatsächlich unser Schokoladenprofi, der hat ja die Maschinen entwickelt, womit man gebaut. Auch entwickelt alles. Aber nur für Lindt. Aber nur für Martin, du bist smart. Möchtet ihr eine Tasse Glas? Ich hätte gerne eine Tasse Glas. Ja? Ich hätte auch gerne eine Tasse Glas. Ich brauche keine Tasse Wasser. Eine Tasse Glas. In Schokolade. Stuhl, solange du deine Füße unter meinen ja, Tisch packst. Ja, den kenn ich. Ja. Hat dein Vater dir das öfter gesagt? Meine Mutter. Deine Mutter. Dabei war das nicht mal ihr Tisch. Okay, wir machen weiter mit Nummer 2. Das wäre diese hier. Ja, Moment, ich halte die gerade erst in die Kamera. Ach so, ja. Kann ja nur besser werden. Ich kann die auch probieren. Ich habe aber die Augen nicht verboten. Ich habe da eine Frage bei den Katholiken. Welche Hand ist denn oben? Die rechte. Die rechte. Echt? Warum? Nee, warte mal, die linke. Die linke wegen dem Herz, oder? Nee, warte mal. Die linke. Nein, die rechte, weil damit auch das Kreuz machst, oder nicht? Was? Ja, aber die linke. Moment, bei was? Wenn ich gerade. Wenn die Hostie empfängst. Wenn die Hostie empfängst, ist doch die rechte oben, weil du mit der linken isst und dann kannst du direkt mit der rechten einen Kreuzgruß machen. Arsch oh, nee, guck mal hier, das machen wir gar nicht. Ach so. Ja, warte mal. Ja, du kriegst in die rechte die Hostie, nimmst mit der linken, steckst sie in den Mund. Ja, hast du schon mal die Hostie. Und dann kannst du mit der rechten noch direkt hier im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes machen. Sonst würdest du dir ja Schokolade an die Stirn schmieren. Okay, ist das okay, wenn ich hier so ein Stück abbreche? Du kannst machen, was du willst damit, okay. Solange... Kann ich dir das auch stellen? Kannst du auch machen. Nein, bitte nicht, du triffst mein Ohr nicht mal. Bitte schön. Also schmeckt auf jeden Fall deutlich besser. Versuch mal auf Anhieb mein Ohr zu treffen. Ja, auf Anhieb? Ja. Okay. Also mit der Schokolade? Nicht mit voller Wucht, sondern nur so leicht. Meinst du so groß? Okay, so ungefähr. Na okay, nicht ganz. Scheiße, jetzt, jetzt kannst du dich orientieren an meiner Schulter. Ja, habe ich aber nicht getroffen auf Anhieb. Naja, okay. Aber es schmeckt auf jeden Fall besser. Viel besser. Aber der Schmelz ist trotzdem nicht so geil. Ja, aber der ist besser als davor. Ja, ja. Ich würde sagen, das ist bisher die beste. Aber so richtig geil ist sie auch noch nicht. Nee, irgendwie nicht. Aber die erinnert mich an irgendeine Schokolade. Ja, an die 49 Cent Schokolade. Nee, hoffe ich ja nicht. Na, die 39 Cent Schokolade. Ah ja, genau die. Naja, schmeckt mir auch nicht besonders gut. Aber ich stimme zu, ein ganz kleines bisschen besser als die davor. Würde ich, auch ich würde auf dieses andere Stück verzichten, wenn ich das entsorgen darf. Ja, lass einfach liegen. Ich klicke das einfach mitten auf den Tisch. Ja. Gut, dann kommen wir auch schon zur Nummer 3. Oh, ist aber echt langes Wasser. Wieso reichen wir dein Glas jetzt eigentlich nicht rum? Dann ist halt der wirklich wieder Geld. Willst du aus meinem Glas was trinken? Nee, aber wenn du da Wein draus machen könntest, wäre nice. Das wäre krass. Das wäre wirklich nice, Bram. Aber ich würde mir, dann andere Fähigkeiten würde ich viel geiler finden, weil ich trinke auch nicht so gerne Wein. Achso, wenn ihr lieber. Achso, möchte jemand eigentlich generell lieber kleine Stücke? Ja, ich auch. Nee. Okay.
Aber ein Stück reicht halt. Aber Bram, das wäre doch awesome, wenn du einfach so einen Riesentank Wasser dir kaufst für 10 Euro und dann machst du da 1000 Euro Wein draus. Ja, aber das wäre auch einfach geil, wenn ich das einfach nicht machen müsste. Dankeschön. Und schmeckt ein bisschen muffig. Die hast du frisch gekauft, Andi, oder? Die haben jetzt nicht 8 Tage irgendwo... Ja, das kann, dann kriegen die ja diesen weißen Film, wo manche Leute denken, den kannst du nicht mehr essen, aber kannst du eigentlich wohl essen. Ist das mit Nussgeschmack noch am Anfang gewesen? Ja, ich habe auch das Gefühl, die hat so ein bisschen... Oder so Mandel? Mandel, dachte ich jetzt. Mandel hätte ich auch gesagt. Ja, aber nur Geschmack, nicht wirklich Mandel drin. Nee. Vielleicht Mandelöl. Ja, guck mal dran, ne? Hält auch klar. Also Mandelöl oder Palmöl? Palmöl ist ja eh drin. Und zwar 90%. Also die schmeckt auf jeden Fall auch besser. Milch ist bisher die beste. Diese Nussnummer hat mich am Anfang ein bisschen rausgeworfen. Mich auch, aber die ist sehr lecker. Ja, okay, die ist bisher die beste, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Der ist nicht, die sehr lecker ist. Weil der Schmelz ist auch ganz... Stimmt, jetzt weiß ich, was du mit Nuss meinst. Der Schmelz ist auf jeden Fall auch besser als bei der zweiten. Ja. Würden wir auch tippen, dass das die bisher teuerste ist? Würde aber ich schon sagen, weil es schmeckt am anderen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne sagen. Wir hatten bisher 3 Stück. Welche meint ihr, wäre die teuerste? Die zweite war die teuerste. Nee, die dritte. Das schmeckt nach Mandel. Das schmeckt nicht einfach nur so. Ja, aber das ist Aroma nur gewesen und keine echte drin. Deswegen glaube ich, dass das billiger ist. Aber das ist Vollmilchschokolade eigentlich. Ja, aber das ist wie bei Trüffelöl. Das ist halt, das gibt halt in 100 Euro für so einen Schluck oder gibt es Trüffelaroma. Für einen Schluck. Ja, und dann gibt es halt dieses Aroma, wo du für 99 Cent einen halben Liter bekommst. Hast mich überzeugt. Ich bin auch 2, 3, 1. Absteigende Reihenfolge. Also okay. 2 teuerste, 3, 2 teuerste, 1 billigste. Warum ist das dein Fuß? Ach nee, das ist der Hund, der Mann. Ach so, ja. Der Hund. Hi, Christian. Ich wollte gerade sagen, du wärst doch dazwischen mit meinem Schritt. Also. Ja, mache ich immer so. Streichle immer so dein Bein während der Aufnahme. Boah, Happy, du kannst nicht auf den Boden schmeißen, dann geht jetzt nicht. Der Hund ist bedient, wir machen weiter mit Nummer 4. So, was haben wir denn eigentlich alles? Ist das gerade deine Reaktion auf den Preis gewesen? Ja, gut, auf 100 Euro! Nee, also was ich auch interessant finde, muss ich sagen, ist die unterschiedliche Art von jeder Firma, ihre Schokolade zu verpacken und wie du die aufmachst. Ist ja schon eine gewesen, die nachhaltig ist mit Papier? Vielleicht. Aber das kann ich nicht sagen. Darf ich dir natürlich nicht sagen, denn die sind natürlich direkt etwas teurer. Ich höre hier Alufolie. Ja. Das ist Papier, Sebastian. Knisterpapier nämlich. Wo ist Knisterpapier? Oh, wir müssen jetzt hier wieder aufmachen. Dankeschön. Zack. Oh, das sind kleinere Stücke. Mhm. Die schmeckt mir gar nicht. Hättest du ein bitteres Ding dabei? Ja, voll. Ich hab gerade überlegt, ein bisschen höheren Kakaoanteil. Ich wollte auch gerade fragen, ob das so ist. Ja. Aber es ist nicht wie Bitterschokolade. Das nein, ist wie so. Auch bei Vollmilch hat, glaube ich, so ein Range, wie viel Kakao drin sein darf. Ja, aber das ist nicht so diese Bitterhaftigkeit, finde ich, gewesen von Bitterschokolade. Weil da mehr Kakao drin ist, dann ist so die Bitterhaftigkeit gewesen von irgend so einem anderen Bitterstoff. Finde ich deshalb auch schwierig einzuordnen. Und? Wenn die so ganz klein sind. Lutscher tue ich mal weg, den Peter nicht im Mund stecken wollte. Also umso kleiner die Stücke, umso günstiger ist der Schokolade. Nee, desto teurer ist die. Also ich meine, meinst du, das ist der Bitter, den Punkt kommt nicht durch mehr Kakao? Doch. Ja, also ich glaube nochmal fragen. Ich glaube nicht. Ich glaube, da ist doch was drin. Das ich glaube, das war jetzt die teuerste. Weil? Hätte ich ja auch gesagt. Weil sie die kleinsten Stücke hat. Nee, weil sie die bitterste war. Ach so. Und sie schmilzt sehr langsam. Aber liegt das nicht einfach generell? Woher kommt das, Sebastian, mit dem Schmelzen? Hm? Wie funktioniert das? Je nachdem, wie geil die Kristalle aufgebaut sind, hast du halt... Also du musst bei der Schokolade versuchen, die zu impfen mit Beta-Kristallen. War es Beta? Beta-Kristallen. Und damit die Struktur von der Schokolade halt diesen Superschmelz bekommt. Mhm. Und das also ganz billige, die... Hat halt, die ist halt nicht so geil. Die schmilzt halt entweder total schnell und schmeckt dadurch halt deutlich bitterer. Okay. Meistens und die schmeckt bitterer?
Dann gucken wir mal. Aber die schmeckt unangenehmer. Ja, genau, die schmeckt ja. Unangenehmer. Das schmeckt jetzt bitterer wegen dem Kakaoanteil, glaube ich. Wie schmelzig ist Nummer. Also die 3 war bisher immer noch mein Favorit. Ich würde auch sagen, die 3 war besser, aber ich glaube, die war auch schon teuer. Und ich glaube, die war nicht so geil. Ich glaube, die war eine der billigeren. Ich glaube, die war eine. Achso. Die hatte ja auch Alufolie, muss man auch sagen. Ja, gut, schwierig. Ich dachte immer, und dabei bleibe ich jetzt auch erstmal, weil das meine persönliche Erfahrung ist, umso größer die Stücke, umso teurer die Schokolade. Das kann auch sein. Da habe ich keine Ahnung. Ich glaube, da macht einfach jeder Hersteller so, was er will, ne? Okay. Kann natürlich auch sein. Nächste kommt. Boah. Bitteschön. Tega. Oh, das ist Rittersport. Yo, das dachte ich mir auch gerade direkt so. Das ist Rittersport-Schokolade. Das ist so ein Euro-Programm. Das ist dieses perfekte viereckige Ding einfach nur. Mhm. Ja, ist jetzt die Frage, weißt du, so, ist das nicht eigentlich smart von der Firma, wenn man schon anhand der Form erkennt, was es ist? Ja, deshalb haben die auch jeden verklagt, der annähernd nur versucht hat, die nachzumachen von der Form. Eigentlich sollte ja die Rittersportschokolade mal in das Sportsakko passen, deswegen ist die ja so eckig geworden. Okay, das wusste ich nicht. Rittersport, ich gehe auch davon aus, dass der Rittersport ist, aber die schmeckt generell nicht so geil. Rittersportschokolade ist leider ein bisschen kacke. Und ich deswegen. Würde Mittelfeld sagen. Ja, aber die kostet ja nur 1 Euro, wa? Ja, ja. Oder also ich 89, fand die jetzt auch gerade, ich war überrascht, wie schlecht das direkt am Anfang geschmeckt hat. Ja, ja. Der Rittersport macht doch keine gute Schokolade. Ja, du hast halt jetzt den nur viereckig. Ne? Ja, geil, wow. Hier hast du schlechte Schokolade in viereckig. Ja, aber die heißt ja nicht quadratisch praktisch lecker oder so. Ja, die heißt aber nur quadratisch praktisch. Da heißt deren ganze Market. Ist doch lecker für ein Essensprodukt. Ja, ne, gut ist halt gut und günstig. Ja, genau. So. Ja, bin ich bei Bram. Ist halt okay, so. Kannst du machen. Also aber gut ist nicht beste. Genau. Gut ist, gut ist halt so. Zwei. Für den Preis ist das halt. Ist halt nicht sehr gut, ist keine 1. Ja, aber kann auch nur 2 minus sein. Ja, ja, klar. Ja. Und die Frage ist ja, ist bei Essen gut oder befriedigend besser? Gut, hätte ich jetzt gesagt. Hätte ich jetzt auch gesagt, aber grundsätzlich bin ich immer dafür, befriedigt zu werden. So nämlich. Ja, aber wenn du mehr als befriedigt wirst, ist gut. Dann wäre ich ja ausreichend befriedigt worden, oder? bei der nächsten, das wäre Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, frage ich mich, liebe Zuschauer, ist das hier ein R? Ich glaube nicht. Leute, das ist dann hier Rollos. Ja. Oh, krass, wie unterschiedlich die Schokolade schmeckt. Also der Vergleich ist krass, wenn man den mal direkt hat. Das ist heftig. Ich bin leider auch total versaubert Schokolade. Ich finde Kinderschokolade mit die geilste. Oh, ich mag Kinderschokolade auch mit. Die ist aber auch echt. So Kinderschokobon finde ich einfach geil. Am geilsten finde ich den Schoko-Weihnachtsmann oder den Schoko-Osterhasen. Wenn der von innen so komplett in dieser Milchschicht bezogen ist und am Außen Schokolade. Ja, also diese Cremeschicht halt, weil da ist ja wahrscheinlich gar keine Milch mehr drin. Wahrscheinlich nicht. Ist aber nicht schlimm. So, nächste Runde. Einmal Bram. Peter. Oh. Ein dickes Ding hier. Ja, ist so dünn. Flach und genau dünn. Wir sind eine Klaviertaste. Wie die erste Schokolade, die war auch so dünn und flach. Wie deine Witze. Gesundheit. Super. Gesundheit. Gerne. Ich sag so, wie es ist, ja. Ich hab keinen Bock mehr auf Schokolade. Reicht's jetzt langsam. Ihr habt noch 1, 2, 3, 4. Ja, ist easy. Für ein Video ziehen wir das durch. Krass. Na, dann bin ich Gönner. 4 Stücke Schokolade noch. Musste ich fand die jetzt insgesamt gar nicht so scheiße. Ich fand die auch ganz gut, vor allem die hat auch einen stabilen Schmelz. Das ist bei Sepp ganz wichtig, Leute. Ja, du merkst halt, wenn das auf deiner Zunge schmilzt und das wird so bröckelig oder so schaumig, dann ist das halt nicht so geile Schokolade. Wenn das in einem so flüssig runterschmilzt und richtig cremig, so wie Nutella ist, weißt du, so von der Textur wie Nutella. Dann ist gut. Wie seid ihr noch nicht so perfekt. Also, 6, habt ihr noch so ein bisschen im Kopf, welche ihr noch so am besten? Ich würde sagen, der ist auf dem dritten Platz bisher noch am besten, die mit so der ungefähr? Mandel. Ich stelle mal eine steile These bei dem Stück auf. Mhm. Das war ein Zuckersubstitut. Da war kein Zucker drin, sondern ein Süßungsstoff. Keine Ahnung. Ich finde, du hast auf der Zunge keine Zuckerkristalle geschmeckt, sondern die schmolz so weg. Und so, als wenn das Aspartan drin das war oder so. Das wäre aber gut, Bram. Wenn das so ist, dann wurde die richtig nice conchiert. Ja, ich würde sagen, das war die teuerste bisher. Weil entweder lag ich richtig mit dem Zuckersatzstoff, dann war die teuer, oder die war richtig gut conchiert. Weil die auch teuer. Conchita. Ja, aber hat sie dir auch am besten geschmeckt?
Ich fand die auf dem dritten Platz. Die waren teuer, damit schmeckt die natürlich am besten. Ja, mein Favorit ist bisher immer noch die 3 mit der Mandel. Ja, meine auch. Meine das auch. Das ist schon verrückt. Die 3. Und die danach, ja, die auf dem oder zweiten die, Platz. Die 3 mit der Mandel, sag ich mal so. Ja, aber Mandelschokolade habt ihr nicht gehabt. Ja, nee, aber die, wo wir gesagt haben, die hatte den Mandelgeschmack. Aber die war nicht die teuerste, aber weil da war nur so. Nuss gesprochen, Mann. Ja, Nuss ist so eine Mandel. Ja. Okay. Die 7. Doch, Mandeln sind Nüsse. Ja, oder? Dachte ich. Ja. Ja, jetzt bewege ich mich. Halt ja, einmal, also, ich bin mal überleistet. Ist auf einmal eine Frucht wieder. Ja, Erdbeeren sind Nüsse. Tomate ist Obst, ne? Nee, das ist Nachtschattengewächs. Ja, aber irgendwie, Tomate ist ja kein Gemüse, sondern ich glaube, die zieht man zu Obst. Ich weiß es gerade nicht. Ich dachte immer, Obst ist mehrjährig, Gemüse einjährig. Das war so die Grundregel im Bio immer. Ja, du hast Bio. So. Ja. Die Frage ist, wer hat den stabilen Schmelz, Freunde? Oh, das ist. Moment! Das Ding ist ja bei mir, ich habe ja auch nur die. Jetzt kannst du. Oh, das okay. Sind Schogetten. Genau, das ist die Schogette, wollte ich auch sagen. Weil die sind so halb. Irgendwann nur waren, bis jeder ein Stück. Die waren ist so halb rund, die ist in der Hand so direkt umgekippt, ja. Das habe ich gemerkt. Das ist Schogetten. Die sind noch billiger als. Ja. Das ist die billigste Schokolade, die es gibt im Regal. Nee. Naja, das stimmt. Nicht ganz, aber die ist schon echt billig. Die ist schon echt unten. Hm. Jetzt versuch mal. Mhm. Also fühlst du, wie die, wenn die schmilzt, so richtig klebrig ist? Ja. Scheiße. Die muss richtig sehr, also richtig schön weich. Ich weiß, wie aber du aber gehen die dann nicht auch in deinem Gaumen? Nee, die davor, die. Nee, die schmilzt so wie die Wasser. Wie heiße Schokolade ist die so runtergelaufen? Ist die so einfach runtergelaufen? Ja, gelaufen. Wie so Kakao. Ja, genau. Und okay. Die ist jetzt eher so. Ja, klebt nur. Ist eher ein bisschen Hubba-Bubba. Und also ich find, hier schmeckst du auch voll den Zucker, die einfach nur so. Ich finde die auch, glaube ich, fast mit am schlechtesten. Ja, das ist auf jeden Fall ganz unten auf der Skala. Aber letzte, der erste war noch schlimmer. Die letzte finde ich immer noch, die letzte ist für mich die teuerste. Weil wir müssen die teuerste finden, ne? Oh ja, also nee, eigentlich ging es darum, darüber zu reden, welche wir am liebsten mögen. Okay, ja, die drei also, am liebsten und die letzte war die teuerste. Du kannst aber überlegen, welche ist so die teuerste, welche magst du am liebsten, passt halt überein, welche ist vielleicht die billigste. Welche war das gerade? Also nicht die Schokette jetzt, sondern die davor war die 7? Die davor war was? Die 7? Nur ja, das lösen wir nachher auf, ne? Nee, ob die davor war die 6. Die 6, okay. Ja, nur damit ich mal merken kann, Sepp. Die 7, jetzt kommt die 8. Ja, Sepp, damit ich nur sagen kann, die 6 war für mich bisher die teuerste und die 3 die leckerste. Also 3 habt ihr noch. Ich glaube, die 4 war die teuerste. Aber ja. Man muss ja auch sagen, ich habe ja nur bei der Maschine gearbeitet. Ne? Ich war zwar häufig im Labor und habe. Ja, aber komm, du hast ja in der Maschine, hast du dir doch schon hin und wieder mal einfach ein Stück gesnackt. Ja, auf jeden Fall. Boah, wir hatten so, also wir haben so eine geile Versuchsanlage gebaut. Wir haben eine geile Versuchsanlage gebaut und dann haben wir eine Tonne beste Lindschokolade geliefert bekommen. Und damit habe ich 1,5 Monate Versuche gefahren. Ich habe die ganze Firma dauerhaft mit Schokolade beliefert. Ja, gar keine Versuche mal. Immer mal Linz so angerufen. Ey, ganz ehrlich, hat nicht gereicht. Können Sie nochmal halt drauf schicken? Und wir haben so, die mussten wir ja essen, aber so richtig. Also die war halt so frisch, die war so lecker. Alright. Von der Form sagt mir das gar nichts. Dankeschön. Boah. Doch, das könnte Milka. Nee, Milka ist länglicher. Doch, Milka. Ja, das ist Milka. Das ist Milka. Von der Form her ist das Milka. Hm. Hey! Wieso sagst du Opfer? Was soll das? Fuck you! Und würde sagen, schmeckt auch wie Milka, oder? Hätte ich jetzt auch gedacht, aber wir wurden gerade Opfer genannt, deswegen. Ich hätte nicht gedacht, Milka ist für mich das Stück zu klein. Nee, die sind schon klein. Aber das sind doch 4 Stück, oder? 4 Stück, 4x4. Nee. Nee, nicht 4x4. Das sind 4 in einer Reihe, oder? Und dann. Ja, aber die sind dadurch, dass die ja länglich sind. Sind das nicht 4x4? Das ist Milka. Ich bin gerade verwirrt. Die würde ich ins Mittelfeld packen. Oder 4x5. Meinst du, die komplette Tafel sind 4x5? Bei eher unteres Mittelfeld, die klebt auch schon. Also, unteres Mittelfeld. Das ist die 8. Unteres Mittelfeld. Wo würdest du die so einordnen, so jeder? Ich mochte den Geschmack ganz gut. Von der Köstlichkeit? Ja, so wie hat's es oberes Mittelfeld von der Köstlichkeit her. Okay. Von Köstlichkeit her. Für mich halt persönlich. Die war okay, aber ist halt Milka, die kennt man auch so voll. Ist man voll drauf geimpft. Aber du bist auch der Meinung, das ist Milka? Kann, aber ich dachte erst, das Stück wäre so klein, aber der Geschmack, der hat mich zumindest in die Richtung erinnert. Aber das Stück war echt klein. Wisst ihr noch ungefähr, welche euch am besten geschmeckt hat? Da war die Sache immer noch der Mandel? Ja, und danach die 4. Okay. Und danach die 6. Könnte ich noch ein Stück Wasser haben? Okay. Dann haben wir die vorletzte. Dankeschön. Können wir das lesen? Achso, ja? Noch nicht. Okay. Okay, wieder ein größeres Stück. Ja, das ist so ein längliches Teil. Nun gut.
Aber die schmeckt ja eklig. Hä? Na, die hat wieder ein bisschen Eigengeschmack haben. Aber die schmeckt ganz gut. Ja, die schmeckt, am Anfang hat die für mich nach nichts geschmeckt. Irgendwie so ganz komisch. Ja, aber wahrscheinlich, weil du vorher noch Milka hattest, ne? Da bin ich nicht meine Eier drin. Aber ich finde die eigentlich ganz geil. Die finde ich richtig schlecht. Weil die so ganz wenig, die hat so ganz viel Eigengeschmack. Ganz viel Eigengeschmack. Und die, da man schmeckt keine Zuckerkristalle. Ich würde sagen, da ist wieder ein Substitut drin. Warum gibt es denn Schokolade mit Substitut? Ja, für Diabetiker Schokolade? Zum Beispiel. Habe ich noch nie gegessen. Ich würde sagen, dass Diabetiker-Schokolade. Barbiturate sind da drin. Schmeckt mir überhaupt nicht. Ja, auch nicht. Deswegen würde ich sagen, dass das Diabetiker-Schokolade ist. Ist komplett falsch, aber ist ja egal. Ich habe die Augen verbunden, also kann ich einfach mal rumlabern. Ich finde die okay. Mittelfeld. Schmeckt mir nicht. Ich glaube, es ist auch teuer. Ist die teuerste. Die finde ich sogar noch schlechter als die erste. Ja, die finde ich die teuerste. Da kommen wir schon zur letzten. Die ist ein bisschen special, denn das ist keine Vollmilchschokolade. Oder ja, doch schon. Es ist Milchschokolade drauf. Drauf? Also ja, da steht drauf Milk Chocolate. Ach so. Aber die ist ein bisschen special. Ihr werdet sofort... Weil das Kinderschokolade ist. Ja. Ihr werdet sofort wissen, warum, wenn ihr die bekommt. Nee, Bram, da ist Alufolie drum. Keine Milka. Kinder. Kinder. Ja, aber der Schoko-Weihnachtsmann ist zum Beispiel oft nur in... Ja, Alufolie. Meinst du, wir kriegen jetzt jeder ein Stück Schoko-Weihnachtsmann? Das kann ich euch nicht kleiner machen. Oh Gott. Oh. Ich hab's noch nicht in der Hand. Ach so. Okay, dann. Ja. Okay. Ich weiß aber nicht, wie die heißt. Die kenne ich auch. Ich kenne die mit Kokos gefüllt. Nein. Das ist Lind. Oh ja, stimmt. Das ist Lind. Ja, aber doch, die mit Kokos gefüllt. Hierfür habe ich die Maschine gebaut. Weil, unter anderem. Weißt du, was davon das Geilste ist? Nee, Moment, Quatsch, da ist Alkohol drin. Ja, ist Alkohol drin. Das ist keine Lindschokolade. Ja. Es könnte auch sein, dass das eine Nachmache ist, weil die Form. Ist bei Lind gestartet. Kann natürlich sein, dass irgendwer mittlerweile nachmacht. Das ist voll eklig, das soll ich nicht auf den Patschen. Ich finde die jetzt auch nicht so lecker, weil die Füllung nicht so geil ist. Das ist meine Lieblings. Na klar. Weil die teuer ist. Warum sollte die teuer sein? Weil da Alkohol drin ist. Und deswegen ist das deine Lieblingsschokolade. Ich bin so, Peter, ist für dich. Aber der Schmelz ist ganz gut. Also die ist tendenziell schon weiter oben. Wollt ihr, bevor wir gleich fertig sind, nochmal irgendwie. Die letzte ist die teuerste. Okay, welche war dir am liebsten? Vielleicht auch die letzte. Schmack? Vielleicht? Hey, ja, du hast gerade gesagt, die wäre voll eklig. Ja, pass auf, aber. Du musst ja Sachen noch mal ein bisschen wirken lassen. Ja? Manchmal wechselt so ein bisschen. Ich war erst für die drei, weil ich dachte, da wär Mandeln mit drin gewesen. Warte nicht. Jetzt beim letzten. Dann hat es so nach Irish Cream geschmeckt. Und dann dachte ich mir so, ey, Alter, das ist eigentlich voll lecker. Aber dann dachte ich mir so, aber das könnte auch so Whisky-Scheiße sein, wie Oma das immer gegessen hat. Weißt du, deswegen finde ich das eigentlich eklig. Aber jetzt bin ich mir da nicht mehr so sicher. Denk doch nur an den Geschmack, Alter. Dann sagtest du, ja, aber das Metagame spielt immer mit. Okay, ich bleib bei der 6. Die letzte war auch ganz gut. Sepp, wie bist du so? Ich bleib bei, was ist das, 3 und 4, glaube ich. Ja, irgendwie so. Und welches war die teuerste, schätzt du ungefähr? Hast du nur so im Kopf? Die teuerste? Vielleicht. Oder die billigste, welche hat dir gar nicht geschmeckt? Ja, die billigste war natürlich die erste, glaube ich. Okay. Beziehungsweise Schoketten sind, glaube ich, super billig auch. Mhm. Aber ich glaube, war die 4 vielleicht sogar die teuerste? Oder halt die 6. 4 oder 6 war die teuerste, glaube ich. Peter? Die leckerste war die letzte. Die schlimmste war die, wo Bram meinte Diabetiker. Ich glaube, das war die vorletzte oder vorvorletzte. Die vorletzte hat Bram gesagt, das wäre Diabetiker. Ja, das war die schlimmste 8. dann. Okay. Ja. 9 wäre das dann. Ja, da, ich meinte halt ja, die. Ja, ich weiß schon warum. Also schon. Und ja, die teuerste ist keine Ahnung, wie die Leute ihre Dingens da teuern. Dann wären wir fertig und dann dürfen wir die Augenbinden abnehmen, oder? Geil. Jetzt bin ich mal also sehr, sehr interessant, wenn ihr gleich wieder was seht. War halt eure Milka-Schokolade. Das ist unsere Milka-Schokolade gewesen. Echt? Das ist unsere Milka-Schokolade gewesen. Das war Lind. Das war Lind-Schokolade. Ach, guck mal, das war Baileys. Das war Schokolade, die Sepp gemacht hat. Das war Baileys, dafür hat er die Maschine gebaut. Ja, aber die sind halt von der Form sind die. Ja, so, ne? Die. Ja, doch nicht. Gesundheit. Ja, jetzt mal das. Da kam was mit raus. Oh. So, die 1, eure billigste Ekelschokolade, ist einfach nur Fancy Pansy relativ teuer. 2,24 Euro. Die war mega scheiße. Aber ich hatte auch gesagt, ich mag die so grundsätzlich, wenn die so ist. Aber, naja, quasi halt. Schoketten, ja, das ist die günstigste.
Guck mal, die drei fand ich mit am besten. Das war die, bei der Milka habt ihr gesagt, da ist der Nussgeschmack mit bei. Und das konnte ich tatsächlich nachvollziehen. Das ist alles Alpenmilch. Krass. Oder Milchschokolade halt. Das ist meine Nummer 2 gewesen, muss ich sagen. Ja, krass. Ja, und die auch. Also die beiden fand ich mit am besten. Die haben wir richtig. Direkt. Ja, klar. Die erkennst du direkt und davon auch. Oh, was fand ich denn scheiße? Das war ohne Zucker. Witzig ist, wir hatten eine komplett ohne Zucker. Wir hatten eine mit 30% weniger Zucker. 30% weniger Zucker heißt aber, die hat immer noch 540 Kalorien oder so. Aber die war ja trotzdem bei uns, die beiden waren ja trotzdem beide sehr hoch. Ja, die hat auch 400. Und warte mal, die 6? War das die 6? Ja, die sind von vorne hier. Das war die 6. Die hat uns, glaube ich, auch noch sehr gut geschmeckt. Obwohl die keinen Zucker hatte. Da dachten wir, die wäre teuer. Geil, dann heißt, ich habe die beiden ohne Zucker habe ich erkannt. Ja. Krass, das ist okay, krass. Weil, aber die haben keinen Zuckerkristall auf der Zunge. Und die war jetzt die Lind voll die Diabetes ohne Zucker und glutenfrei, ja, war die schwächste. Das ist jetzt natürlich belastend. Die schmeckt halt komplett anders, muss man wirklich sagen. Das ist jetzt eine Überraschung. Stimmt, bei euch beiden war, vom Geschmack her, war die dann so. Weißt du, was das Schlimmste ist? Was denn? Die mochte ich ja nicht so gerne. Aber die finde ich jetzt, Baileys, wo ich die sehe, ich mag die mega nicht geil. Nur das, ich mag die voll gerne. Du magst gerne. Baileys ja eigentlich. Du kennst die Schokolade? Ja, ich kenne auch die Schokolade. Ich meine, du hast am Ende ja dann doch überlegt, eigentlich magst du die ja vielleicht doch. Ja, dann dachte ich erst, das wäre Irish Cream, aber dann kam trotzdem dieses, das wäre ja richtig gewesen, aber dann kam auch dieses, kann aber auch diese Whisky-Schokolade sein, die Oma früher mal hatte, also die hatte so ein. Likör-Schokolade. Ja, die hatte halt immer so eine. Das sind die besten Schokolade. So eine Porzellanschüssel mit so einem Deckel drauf, weißt du? Dann machst du da mal auf und dann waren da immer so Alkoholschokoladen drin. Das war immer Schmutz. Als Kind fand ich das auch. Aber da muss man sagen, dass die Milka dann doch preis-leistungsmäßig eigentlich ganz gut dabei ist. Hat, da wart ihr ja alle nicht abgeneigt, ne? Mit 1,15 Euro pro 100 Gramm. Schoketten kosten 1,09 Euro? Ja, was ist das für ein Wurer für so eine Hurenschokolade? Das war die billigste. Andi, du hattest die ausgerechnet, alle für 1 pro 100 Gramm, ne? Ja. Alle, das sind die 100 Gramm Preise. Ich glaube, das ist nur 80 Gramm, die Schoketten, oder? Das müssen Schoketten kosten 39 Cent, Alter. Und das ist zu viel. Ja, das sind die billigsten, die wir hier. Es gibt, haben. Genau, ja. Von den Schokoladen, die teuerste ist natürlich die Baileys. Nee. Da ist ja auch noch Irish Cream. Stimmt, ja. Aber da hinten die Vollmilch mit 30% weniger Zucker dürfte die. Das ist die zweiteuerste. Ja. Danach kommt die erste, die mochtet ihr alle nicht, wo ihr sagtet, das ist die billigste. Ja, die fand ich auch echt scheiße. Haben wir uns definitiv wieder zum Affen gemacht. Welche Schokolade mögt ihr denn am liebsten? Am besten schreibt ihr direkt hier Vollmilch rein, weil Joghurt-Schokolade und so schmeckt natürlich viel besser. Weiße Schokolade ist die beste. Wissen wir ja alle. Das war ein wunderschönes, süßes Erlebnis. Vielen Dank fürs Zuschauen und einen wunderschönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.